Ja, servus Leute, ich bin's wieder, euer JB und herzlich willkommen zu einem weiteren Kommentar auf meinem Kanal. Und heute gibt es mal wieder, hört genau hin, ein Sniper Samstag. Ja, ich habe jetzt über eine Woche kein Call of Duty gespielt, beziehungsweise recht wenig, weil ich einfach keine Lust hatte. Black Ops 2 macht ja nicht so viel Spaß, wie ich finde, und FIFA bockt seit mehr. Und jetzt haben wir Samstag und ich habe gedacht, okay, spielst du mal wieder eine Runde, aber kein Black Ops, sondern MW3. So, jetzt bin ich hier auf einen Sniper-Only-Server gejoint und habe hier ein bisschen mit der MSR versucht zu quickscopen und so, aber ihr seht es, wenn man mal eine Woche oder auch wenn es nur 3-4 Tage sind, kein Call of Duty spielt, dann ist das Aim nicht mehr das Beste. Das seht ihr auch hier, ich bin ja eigentlich voll am Verkacken, der Score ist zwar recht akzeptabel und da geht auch recht schnell das Gameplay, aber na gut, ich finde es jetzt nicht so gut. Aber trotzdem möchte ich auch mal zeigen, dass es nicht immer nur das Beste vom Besten sein muss, sondern auch wir Kommentatoren haben schlechte Runden. Und ich meine, ich stehe dazu, ist ja eigentlich auch menschlich, weil es gibt einfach keinen, der immer einen richtig guten Score hat. Und naja, aber ich denke mal, es ist nett zu ansehen. Und ich habe gedacht, okay, machst du mal wieder einen Sniper-Samstag, ist schon lange, lange her. Müsste jetzt Episode 8 sein, der letzte war, glaube ich, vom 22. September, damals noch im Battlefield 3. Und ich habe die Woche jetzt recht wenig Videos gebracht, weil ich einfach nicht so die Lust hatte auf Call of Duty. Und da habe ich gedacht, okay, dann machst du mal ein paar weniger Videos. Ist ja auch mal so eine kleine Erholung für uns, beziehungsweise für mich gewesen. Aber jetzt, ja, Sniper Samstag steht wieder an. An alle Leute, die jetzt denken, oh, jetzt heißt es wieder jeden Samstag Sniper Samstag. Da muss ich euch leider enttäuschen, denn ich werde zwar jetzt weitermachen mit dieser Serie, aber wann sie kommt und wie regelmäßig, das entscheide ich selber. Und je nach Gameplay, je nach Lust, je nach Laune. Wenn ich jetzt nächsten Samstag schon ein Sniper-Gameplay haben sollte und ein passendes Thema, dann lade ich es hoch. Wenn ich nichts habe, dann kommt einfach nichts. Also so wird es jetzt auch weitergehen. Soll ich etwas haben und Lust und Laune haben, dann kommentiere ich es, lade ich es Samstag hoch, habt ihr irgendwas zum Schauen. Und falls ich nichts haben sollte, dann kommt auch einfach nichts in Bezug auf Sniper Samstag. Weil damals habe ich ja gemeint, okay, jeden Samstag, aber ja, man muss da erstmal irgendwas Gescheites erspielen. Weil wenn ich immer dieselbe Map spiele, denselben Modus, dieselbe Waffe, wird es auch langweilig. Deswegen habe ich damals auch zum Beispiel CSGO gezeigt, Battlefield. Und ja, ich werde mir auf jeden Fall was einfallen lassen, wie ich euch da ein bisschen Abwechslung reinbringen kann. Und ja, auf jeden Fall ist Gameplay neigt sich schon wieder zu Ende. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Video mal wieder positiv bewerten würdet und ja, hoffe, dass ich euch demnächst weitere Episoden von dieser recht geilen Serie, finde ich, bringen werde, weil Snipen macht eigentlich schon recht viel Fun und kommt auch immer ganz gut an. Und ja, FaZeJBZ beende das Game mit einem 30:5. Ich hoffe, es hat euch gefallen, sagt Servus, bis zum nächsten Mal, euer JB.